Letzte Woche gab es einen massiven Einbruch bei Technologieaktien. Ist es nur ein Rücksetzer oder baut sich da was zusammen? Wo stehen wir? Hat das Ganze noch irgendwas mit der Wirtschaftslage zu tun? Und falls sich die Lage in der Coronavirenkrise jetzt verbessern sollte, wäre das für die Börsen dann möglicherweise gefährlicher, als wenn sich die Lage nicht verbessert? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Technologiesektor ist letzte Woche eingebrochen, vor allem der amerikanische Technologiesektor. Das Ganze kam relativ überraschend und war auch relativ heftig. Und was auch wichtig ist bei diesem Einbruch, es hat jetzt nicht nur irgendwelche kleinen Buden erwischt, sondern es hat auch große Blue Chips erwischt. Also Apple zum Beispiel. Apple ist eingebrochen um 16% innerhalb von 3 Handelstagen. Netflix um 13% im selben Zeitraum. Und besonders interessant ist auch, was mit Tesla passiert ist. Tesla hat seit Anfang September zwischenzeitlich mehr als ein Drittel seines Börsenwerts wieder verloren. Ich habe hier letzte Woche noch ein Video zu Tesla gemacht und ich habe darin gesagt, dass die Aktie überbewertet ist. Einen Tag später war sie schon 16% weniger wert. Natürlich jetzt nicht wegen meinem Video, aber es geht trotzdem runter wie Öl sowas. Oder vielleicht sagt man besser, es geht runter wie Batterieflüssigkeit. Und es zeigt natürlich auch, dass es sich immer wieder lohnt, wenn man Zukunftsmärkte-Videos schaut. Wobei Tesla natürlich ein Sonderfall ist und Tesla bleibt sicherlich auch ein Sonderfall. In dem Zusammenhang aber nochmal der Hinweis von mir auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Elektroautos, Batterietechnologie und so weiter, das sind natürlich Themen, die wir hier auch im Auge haben. Und in unserem Report morgen, da geht es um den Batterieentwickler QuantumScape, bei dem Bill Gates schon investiert ist, bei dem auch Volkswagen investiert ist mit einem dreistelligen Millionenbetrag. QuantumScape geht an die Börse über ein Anlagevehikel, das jetzt schon börsennotiert ist. Und unsere Zukunftsmärkte-Reports, in denen Sie da alles drüber erfahren, dieser Report zu QuantumScape geht morgen raus. Und wenn Sie sich jetzt eintragen auf www.zukunfts-märkte.de, dann haben Sie den Report auch morgen früh im Postfach. Die Reports sind gratis. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, und zurück zu unseren Technologieaktien. Das hier ist der Nasdaq Composite Index. Den hat es ganz besonders erwischt. Hier auf Sicht von einem Jahr der Chart, ganz am Ende haben wir da die scharfe Korrektur. Einige werden sich jetzt fragen, warum redet denn da jetzt jeder von einem Technologie-Crash? Das ist ja im Grunde nur ein ganz kleiner Rücksetzer, wenn man bedenkt, wo der Index herkommt. Und das ist durchaus so. Er ist ja vorher stark gestiegen. Er hat sich auch allein seit dem Coronaviren-Einbruch, im Frühjahr auch schon wieder fast verdoppelt. Und es so zu sehen, das ist für viele sicherlich beruhigend, für andere ist es aber genau das, was ihnen gerade die Sorgen macht, weil er eben schon so stark gestiegen ist. Hier haben wir denselben Index nochmal auf 5 Jahre. Er hat sich in dieser Zeit in der Spitze eben auch fast verdreifacht. Und am Ende hat sich dieser Anstieg jetzt eben auch nochmal stark beschleunigt. Und dieser letzte steile Aufwärtstrend, der ist durch die Korrektur letzte Woche jetzt erstmal zerstört worden. Insofern, zumindest von der Charttechnik her, ist die Lage jetzt in diesem Moment prekär. Und die Charttechnik, die gibt uns eigentlich ja auch keine Antwort drauf, ob das jetzt hier der Beginn von einer langen, harten Korrektur ist möglicherweise oder ob das wieder einer von diesen Rücksetzern ist, von denen wir ja schon mehrere hatten, nur dass er diesmal eben relativ stark wäre. Meiner Meinung nach hilft uns da die Charttechnik nicht viel. Zumindest jetzt nicht die Charttechnik für den Hausgebrauch. Falls Sie jetzt sagen sollten, doch, die Charttechnik gibt uns da Aufschluss, sodass wir da unterscheiden können, die gibt uns Anhaltspunkte, schreiben Sie das gerne in einem Kommentar. Würde sicherlich viele Zuschauer auch interessieren.
Ich würde sagen, ein Anleger, der kurzfristig und technisch orientiert ist momentan, wenn er pragmatisch ist, der stellt sich wahrscheinlich jetzt einfach auf den Standpunkt, naja, jeder Trend läuft eben so lang, wie er läuft, und jetzt läuft er eben nicht mehr. Ich warte da erstmal ab und bleibe auf der Seitenlinie. Oder aber, wenn er optimistisch ist, dann sieht das vielleicht auch so, dass wir ja insgesamt übergeordnet noch ein relativ starkes Momentum haben, und dann steigt er vielleicht doch wieder ein, sucht aber Unterstützungslinien und setzt entsprechende Stoppkurse. Also das ist auch alles denkbar. Von der fundamentalen Seite das jetzt zu beurteilen, ist vielleicht fast noch schwieriger, wenn man jetzt Aktien beurteilt nach Wachstumsaussichten und nach Kennzahlen. Die Leute, die das tun, die haben hier sowieso schon Bauchschmerzen, weil ja die Technologieindizes so stark gestiegen sind. Die Top 10 Aktien aus diesem Index, aus dem Nasdaq-Index, die sind auf Sicht eines Jahres 40% im Plus, und im gleichen Zeitraum sind die Gewinnerwartungen eigentlich nochmal leicht zurückgegangen. Gestiegen sind also ausschließlich die Bewertungen, und das KGV bei diesen Top 10, das ist jetzt hoch, das liegt nämlich im Durchschnitt bei 50. Auch das macht einen nicht unbedingt glücklich. Aber wie wir ja gelernt haben die letzten Jahre, auch das ist möglicherweise nicht entscheidend und nicht so wichtig. Entscheidend ist das Marktsentiment. Und darum stellen wir uns heute nochmal die Frage, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind? Wir sind global gesehen in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegsjahre. Und trotzdem haben sich sowohl der S&P 500 Index als auch der Nasdaq Index neue Allzeithochs erreicht. Und man sagt uns, dass das folgende Gründe hat, nämlich riesige Hilfsprogramme erstens, und es gibt kaum noch Zinsen. Das heißt, Aktien sind alternativloser denn je. Ganz besonders Wachstumsaktien und Technologieaktien. Die sind ja erstens die Krisengewinnler angeblich, und zweitens, je niedriger die Zinsen sind, desto interessanter werden eben angeblich Wachstumsaktien, auch wenn sie kaum Gewinne erzielen, weil ich ja mit anderen Investments, also beispielsweise Zinspapiere, eben auch keine Renditen mehr habe. Dieses Argument, das habe ich immer nicht so ganz nachvollziehen können. Mir ist schon klar, je uninteressanter Anleihen sind, desto interessanter ist jede Art von Aktien, das ist logisch. Aber dass die Unternehmen, die keine Gewinne erzielen, relativ zu den Unternehmen, die noch Gewinne erzielen in der Krise, dass die auch noch besonders interessant sein sollen, damit tue ich mir nach wie vor ein bisschen schwer. Ist übrigens die gleiche Lesart, die wir momentan auch bei Gold haben. Auch bei Gold ist es ja momentan die gängige Argumentation. Gold ist darum interessant, weil es keinen Realzins abzüglich Inflation also mehr gibt am Markt. Von daher könnte man auch sagen, in gewisser Weise Technologieaktien und Gold, das sind jetzt ganz ähnliche Anlageklassen eigentlich. Was natürlich absurde Züge hat, aber wir leben ja auch in komischen Zeiten. Wenn jetzt ein Anleger noch vom alten Schlag ist, dann unterteilt er ja immer den Markt ganz gern in zwei Kategorien, nämlich Wachstumsaktien und Value-Aktien. Und ich habe es hier schon oft erwähnt, die Wachstumsaktien sind den Value-Aktien komplett davongelaufen. Der Bewertungsabstand zwischen Value und Growth, der ist so hoch wie seit 2001 nicht mehr, also 2001 vor dem Crash natürlich. Das Wachstum ist in Zeiten niedrigerer Zinsen also offenbar sehr interessant und sehr viel wert, und Substanz interessanterweise ist gar nichts wert. Es gibt aber im Zuge der ganzen geldpolitischen Orgien, die wir gehabt haben, eine neue Anlegergeneration, und die hat jetzt drei Kategorien von Aktien, nämlich Wachstum, Quality und zyklische Aktien. Wachstum kennen wir, Quality wiederum, das ist so ähnlich wie Value, nur dass es nicht mehr günstig ist. Also die Gewinne und Ausschüttungen, die sind bei Quality-Aktien halbwegs stabil und verlässlich. Und auch das ist natürlich im Niedrigzinsumfeld was wert, nur diese Aktien sind jetzt eben auch schon sehr teuer. Und dann gibt es noch die Zykliker, das ist sozusagen der Schrott, den gar keiner mehr haben will. Und zwar schon seit Jahren nicht mehr eigentlich. Denn die sind ja noch wirklich konjunkturabhängig. Also Stahl, Autos, Rohstoffe, Chemie und so weiter. Und zusätzlich seit dem Handelskonflikt ganz besonders auch noch Airlines, Touristik, Häfen, Reedereien und all diese Dinge. Ist soweit nachvollziehbar. Nur,
Was kommt jetzt als nächstes? Welches Szenario spielen die Börsen eigentlich durch? Meiner Meinung nach spielen die Börsen eigentlich durch, dass sich die Lage normalisiert gerade und dass man mit dem Coronavirus eigentlich irgendwie klarkommen wird. Dass es viele Länder gibt, die das Virus noch gar nicht eingedämmt haben und wo die Infektionsraten auch wieder zunehmen, auch in den USA ja teilweise, das ist den Börsen seit Monaten schon völlig egal. Und auch die Arbeitslosen und die kleinen Unternehmen, die zusammenbrechen, alles tragisch, aber auch das juckt keinen mehr an der Börse. Sie verkaufen jetzt auch nicht ihre BASF-Aktien, weil bei ihrem Nachbarn das Haus abgebrannt ist. Ist alles schlimm, sagen sie sich, aber es ist für sie nicht mehr anlagerelevant. Was man jetzt vor Augen hat, das ist eine Konjunkturerholung im Grunde. Dann Impfstoffe, auch das ist ja die Überzeugung am Markt momentan, dass wir nächstes Jahr irgendwann mal Impfstoffe bekommen werden. Und vor allem auch die Überzeugung, die sich immer mehr durchsetzt, dass es keine großen Lockdowns mehr geben wird, weil sich die Regierungen das auch nicht mehr trauen. Vielleicht kleinere Einschränkungen noch, ja, okay, also je nach Bedarf, aber eben keine großen Lockdowns mehr. Und darum wird dann aus der Sicht der meisten Anleger früher oder später auch alles wieder gut. Der Optimismus am Markt steigt völlig klar. Das sieht man an den Zinsen beispielsweise. Anfang August waren die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen noch bei 0,5%. Jetzt sind sie fast bei 0,7%. Das ist immer noch niedrig, aber es ist eine deutliche Erholung. Und von Donnerstag vorletzter Woche auf Freitag vorletzte Woche, da hatten wir sogar einen Zinssprung am Markt und zeitgleich ist die Nasdaq eingebrochen, interessanterweise. Und jetzt denken wir mal nach, auf was das hier eigentlich zuläuft in der Konsequenz. Es läuft zu auf Erholung, Normalisierung und vielleicht sogar steigende Zinsen, ja. Und das ist nämlich auch ein Szenario, von dem wir sagen können, dass es jedenfalls nicht die Technologiewerte sind, die davon profitieren. Die haben von der Krise profitiert, da waren sie die letzte Zuflucht. Aber sie sind nicht die Hauptprofiteure einer Normalisierung, sondern von der Normalisierung. Davon profitieren vor allem die Unternehmen, die zurzeit keiner haben will. Das jetzt nur mal als Hypothese. Es wird unter den Technologieunternehmen auch weiterhin welche geben, die gut sind. Aber dass man den ganzen Sektor derart immer mehr aufbläht, das ist meiner Meinung nach immer weniger gerechtfertigt. Und es ist umso weniger gerechtfertigt, je mehr sich die Lage tatsächlich normalisieren sollte. Und im Gegenzug dazu wird es aber in der Old Economy und bei den zyklischen Sektoren immer mehr Unternehmen geben, die dann doch wieder auf die Beine kommen und die sich dann doch besser entwickeln, als es zurzeit aussieht. Mit anderen Worten, ein Favoritenwechsel und eine Sektorrotation, das ist für mich eigentlich momentan das wahrscheinlichste Szenario und es deutet sich zurzeit teilweise auch schon leicht an. Ich glaube nicht, dass man deswegen jetzt blindlings Zykliker kaufen sollte, weil es gibt genug Unternehmen, die waren auch schon vor der Krise nicht besonders gut und standen nicht gut da. Und es gibt natürlich auch etliche Unternehmen, die die Krise jetzt so hart getroffen hat, dass sie wirklich auch nachhaltig angeschlagen sind. Aber es gibt eben auch viele, viele Unternehmen, die in 1 bis 2 Jahren wahrscheinlich deutlich besser dastehen, als man am Markt heute glaubt. Die ganz andere Frage ist aber, wie stehen die Märkte insgesamt das durch, wenn der Technologiesektor tatsächlich stark korrigieren sollte? Er ist ja so gut gelaufen, dass eine Korrektur in diesem Sektor auch das Sentiment insgesamt stark belasten kann. Und dann würden uns möglicherweise auch die besten und billigsten zyklischen Aktien nichts helfen. Auch das ist denkbar und es zeigt auch wieder mal paradoxerweise, dass die Anleger zwar alle hoffen auf die große Normalisierung, aber dass die für die Börsen möglicherweise eben nicht unproblematisch ist, weil die Krise hat die Börsen auf neue Rekorde gebracht, die Normalisierung könnte sie unter Umständen wieder runterziehen. Die Gefahr besteht meiner Meinung nach auch. Gilt im Übrigen auch für Gold, darüber habe ich schon im Juni ein Video gemacht. Auch für den Goldpreis wäre so eine wirtschaftliche Erholung möglicherweise pures Gift.
Man sollte jetzt aber auch nicht darum Gold haben, weil man auf kurzfristige Kursgewinne hofft. Und beim Gold ist auch nicht nur die Wirtschaftslage wichtig jetzt, sondern es ist auch wichtig, ob die Notenbanken auf so eine mögliche Erholung dann auch angemessen reagieren würden. Mein Fazit: Ich glaube nicht, dass es einfach wird die nächsten Jahre an den Börsen. Und die berühmte Glaskugel, wo man dann sieht, wie es wirklich kommen wird, die habe ich natürlich auch nicht. Ich würde nur mal anregen, jetzt als erstes Mal, je nachdem, wie Sie natürlich investiert sind, aber seine Allokation nach Sektoren immer wieder auch mal anzupassen, das lohnt sich immer. Ansonsten lassen Sie uns das alles an den Märkten gemeinsam beobachten. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders über jeden, der meinen Kanal abonniert. Dabei unbedingt auch immer die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung für neue Videos. Das heißt ja auch nicht, dass Sie dann jedes Video von mir anschauen müssen, auch wenn ich das vielleicht auch nicht ganz schlecht finde. Aber Sie sehen zumindest immer, wenn ein neues Video von mir da ist. Und Sie müssen sich die Videos von mir dann nicht immer erst mühsam zusammensuchen in den unendlichen Weiten von YouTube. Bis bald, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.